Die FDP gehörte ja lange Zeit zum Inventar der alten Bundesrepublik. Jetzt ist sie aus mehreren Landtagen geflogen. Sie hat eine Legislaturperiode Bundestag ausgesetzt. Und die Umfragezahlen sehen auch jetzt nicht so besonders berauschend aus. Was würde das für Deutschland bedeuten, wenn die FDP nach dieser Legislaturperiode wieder aus dem Bundestag verschwände? Naja, Parteien müssen sich legitimieren. Parteien sind kein Selbstzweck. Das gilt auch für meine eigene. Eine Partei, die den Wählern nicht vermitteln kann, weshalb sie etwas Positives bewirkt für unser Land, die hat keine Zukunft. Selbst wenn sie zum Traditionsinventar der Republik gehört, wie die FDP, was ihr momentan ja auch noch ein gewisses Prä gibt. Es gibt sehr viele Menschen, die aus Familien kommen, die über Generationen FDP gewählt haben. Die FDP hat die Geschichte der Bundesrepublik ganz wesentlich mitbestimmt. Sie hat die soziale Marktwirtschaft durchgesetzt mit Ludwig Erhard. Das war nicht die CDU. Die CDU war schon damals eine in Teilen sozialistische Partei. Die FDP hat die neue Ostpolitik, die Entspannungspolitik durchgesetzt mit Scheel und Genscher. Genscher hat wesentliche Beiträge geleistet zur Wiedervereinigung Europas. Und das sind großartige Erfolge von FDP-Politikern, die der FDP jetzt auch noch helfen. Aber auf Dauer reicht das eben nicht, wenn die FDP sich nicht durch aktuelles politisches Handeln neu legitimieren kann. Ich habe Christian Lindner, den ich in der Tat sehr gut kenne, immer davor gewarnt, meine Partei insgesamt, die FDP immer weiter nach links zu rücken. Die FDP war immer eine weltoffene Partei der Mitte, aber der konservativ-bürgerlichen Mitte und keine Partei, die sich mit SPD und Grünen oder anderen im linken Spektrum des deutschen Parteiensystems um Wählerstimmen gestritten hat. Lindner hat die FDP Schritt für Schritt nach links gerückt. Das ist vielen in der Öffentlichkeit bisher gar nicht so bewusst geworden. Und ich glaube, das ist das Grundproblem. Ein Problem, das momentan erkennbar wird, ist die mangelnde Durchsetzungsfähigkeit in der Ampel. Was dem aber zugrunde liegt, ist, dass die FDP im Grunde genommen ihre Statik verändert hat. Und damit kann man nach meiner Überzeugung in der politischen Konstellation, in der wir uns momentan in Deutschland befinden, nicht mehr erfolgreich sein. Geht es um die Existenz der FDP? Aber definitiv geht es um die Existenz der FDP. Die FDP erleidet bei den Landtagswahlen eine Wahlschlappe nach der nächsten. Sie hat in Bayern, nun war das nie ein Stammland der FDP, aber es ist immerhin ein Land mit 13 Millionen Menschen, ein sehr wohlhabendes Land, da hat sie noch 3,0% der Stimmen bekommen. Das ist ja absolut erbärmlich. Wir stehen jetzt in 2024 vor drei wichtigen Landtagswahlen. In Ostdeutschland, da sind die Umfrageergebnisse verheerend. Ich weiß, dass ganze Kreisverbände der FDP im Osten sich in Auflösung befinden. Die FDP verdampft. Viele Wähler sind zutiefst enttäuscht. Wenn die FDP sich nicht sehr schnell neu positioniert, wird sie untergehen. Davon bin ich überzeugt. Spätestens bei der Bundestagswahl. Und sie kann das nur vermeiden, wenn sie die Ampel verlässt. Tut die FDP jetzt eigentlich irgendetwas gegen diese Operation unsichtbar? Also in der Parteiführung werden Durchhalteparolen ausgegeben. Natürlich überträgt sich die Unruhe, die es in der Partei gibt, angesichts dieser desaströsen Wahlergebnisse auch mehr und mehr auf die Mandatsträger, die es noch gibt. Viele Landtagsfraktionen existieren ja gar nicht mehr, aber auch auf die Bundestagsabgeordneten, die Bundestagsfraktionen. Und Lindner reagiert, wie das Parteivorsitzende auch in anderen Parteien dann häufig machen, mit Durchhalteparolen. Man muss nur die Nerven bewahren, ruhig Blut. Irgendwann werden die Menschen schon verstehen, wie klug und segensreich unsere Politik ist. Da muss man nur die Nerven bewahren. So läuft das in der Politik. Ich glaube aber, dass das nicht ausreichen wird, um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Die Frage, wofür steht die FDP und wie verhindert sie den erkennbaren Linksruck der deutschen Politik? Diese Frage kann die Partei seit absehbarer Zeit nicht mehr zufriedenstellend beantworten. Und das ist das Grundproblem, vor dem der Laden steht. Wenn man sich die sichtbaren Köpfe der Liberalen anguckt, dann hat man schon den Eindruck, die FDP ist mehr und mehr eine Lindner-Partei geworden. Wir hören mal einen seiner berühmtesten Sätze hier im Video. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Eigentlich ein sehr starker Satz. Tut die FDP das? Naja, dieser Satz fliegt ihm ja nicht ohne Grund seit Wochen und Monaten regelmäßig um die Ohren, weil
der positive Beitrag der FDP in dieser Regierung nicht erkennbar ist. Überhaupt nicht. Sondern viele Wähler sehr erzürnt darüber sind, dass die FDP gerade die Grünen an der Macht hält, die in der Wirtschaftspolitik mit Habeck, Wirtschafts- und Energiepolitik, in der Außenpolitik mit Frau Baerbock, die ja Dinge veranstalten, die die FDP in staatspolitischer Verantwortung niemals mittragen würde. Also in der Wahrnehmung vieler Wähler, das weiß ich aus unzähligen Gesprächen, Briefen, E-Mails, die ich bekomme, hat sich die FDP zum Machtbeschaffer, zum Mehrheitsbeschaffer der Grünen machen lassen. Und das ist natürlich verheerend. Politisch, inhaltlich ist die FDP eigentlich ein Gegenpart zu den Grünen. Der politische Ansatz der FDP für wirtschaftliche Vernunft, für individuelle Freiheit, für eine auf Wissenschaft basierende Politik, der wird ja durch die ideologische Verbohrtheit der Grünen völlig ad absurdum geführt. Und da helfen auch kleinere kosmetische Retuschen nicht. Wenn die Richtung falsch ist, in die eine Regierung marschiert, dann nützen auch gelegentliche Bremsmanöver nichts, sondern dann muss man einfach diesen Zug auch mal verlassen oder am besten zum Stehen bringen. Das macht die FDP nicht. Es ist auch nicht erkennbar, dass Lindner beabsichtigt, das zu tun. Und entsprechend groß ist die Enttäuschung. Wissen die Liberalen eigentlich noch, was liberal ist? Das habe ich unter anderem Gerhard Papke gefragt, den langjährigen FDP-Politiker und frühen Entdecker von Christian Lindner. www.news.de, N-I-U-S, dort finden Sie das ganze Gespräch und es ist absolut spannend, auch zu den Feiertagen. Einfach mal reinschauen.